Und am 19. zu diesem Audio-Stadion-Vlog gegen den 1. FC Köln. Das nächste Duell, wie auch schon im Vorbericht erzählt, natürlich, ja, war es einfach wirklich Champions League-Kurs, auch natürlich tabellarisch aktuell, Champions League-Kurs gegen Abstiegskampf pur ist. Auch gerade bei Köln ist es halt, oder bei der Partie von uns gegen Köln ist halt auch noch die Besonderheit, letztes Jahr zum selben Zeitpunkt war das quasi auf Augenhöhe, quasi irgendwie, was war das, Platz 17, 16 gegen Platz 12, 13, irgendwas in der Form war das, glaube ich. Also das ist schon, diese Entwicklung zeigt das Spiel hier auch nochmal, wie das hier läuft bei uns, was da gerade läuft, was sich hier gerade aufbaut tatsächlich. Deswegen sind wir auch, wie gesagt, manche finden den Begriff Pflichtsieg scheiße, ich gehöre auch so ein bisschen dazu, weil er ein bisschen was voraussetzt, das will ich immer noch nicht tun, ne? Natürlich erwartest du und kannst darauf hoffen und kannst in hohen Prozentzahlen darauf hoffen, dass du heute Köln schlägst, du bist der Favorit, muss es allein schon tabellarisch geben, ist ja einfach so. Dazu eben Heimspiel, ist ja auch ganz klar, auch da eine Macht die Saison bisher in den Heimspielen. Aber man sollte nicht reingehen und sagen, ey, wenn sie die heute nicht schlagen, dann das und das. Ne? Deswegen, du musst immer auch da noch ein bisschen ruhig bleiben und deswegen auch so ein bisschen der Vergleich hier auch nochmal, und wie ich es auch oft schon getan habe, zur letzten Saison, das war vor einem Jahr quasi, war das noch auf Augenhöhe. Also immer auch gucken und wissen, wo wir herkommen. Trotzdem im gleichen Zug natürlich alles komplett genießen. Wie gesagt, auch schon mal genannt, Genießermodus. Wir sind wirklich auf einem brutalen Kurs. Man müsste wirklich brutal, brutal einbrechen, auf einmal anfangen zu spielen wie ein Absteiger, um wirklich Europa noch zu, nicht zu erreichen, sage ich mal, in welcher Form auch immer, Europa League, Conference League, Champions League, aktuell ist die Champions League, was kompletter Vollwahnsinn ist. Deswegen auch heute wieder Genießermodus, du weißt genau, das wird eklig, Köln spielt Abstiegskampf, Köln kämpft da unten, Köln kann Sachen vorweisen und der neue Trainer läuft es ein bisschen besser. Das wird ähnlich wie gegen Mainz, ähnlich wie gegen Darmstadt. Beide Spiele hast du gewuppt bekommen, beide Spiele waren jetzt nicht überragend, keine Feste oder was auch immer, gerade Darmstadt nicht, da hat man ein bisschen Glück gehabt sogar in Summe, aber deswegen auch heute ist die Qualität auf dem Rasen, auch mit den möglichen Ausfällen, die meisten können ja wohl scheinbar spielen, werden wir gleich sehen in den Startelf natürlich, aber die Qualität muss da sein, der Lauf ist da, Heimstärke ist da, ausverkaufte Hütte, geiles Wetter auch, Köln wird auch ordentlich Fans mitbringen, es wird eine geile Atmosphäre, glaube ich. Deswegen ist alles gegeben, wir gehen einfach rein, Genießermodus, ab in den Spieltag. Denn wir sind Stuttgart, auf geht's Stuttgart.
Spiele gibt es dann auch und da wie immer chronologisch von oben nach unten los geht's. Vorm Spiel direkt Capo sich bedankt, also natürlich wahrscheinlich aus dem gesamten Fankreis raus bedankt, dass man die Proteste ausgehalten hat, weil die natürlich jetzt auch vorbei sind, weil eben die DFL ja Abstand genommen hat von dem Thema Investor fürs Erste. Was ich auch gut fand auf jeden Fall sind Wiederholungen, die sie jetzt zeigen auf der Leinwand oben von den einzelnen Szenen. Ne, finde ich echt gut, war mir neu, müsste auch neu dann sein. Auf jeden Fall eine coole Nummer. Jong fand ich direkt auffällig gut, war ja eine Startelf, so leicht überraschend, würde ich ja schon fast sagen. Auf jeden Fall sehr gutes Spiel gemacht, sehr ja, belebendes Element, das gut gemacht, auch sicher am Ball, ne? Hat man echt eine gute Druckphase. Erste 15 Minuten waren echt, echt gut. Das war echt so das Gefühl von, yo, das könnte ein guter Nachmittag werden, ne? Oder ein solider Nachmittag werden, ne? Wir haben das Spiel im Griff. Köln wusste gar nicht so richtig, wie sich da irgendwie groß rausbefreien wollen. Das war echt sehr, sehr ordentlich. Gerassi zum Beispiel als ein Beispiel mit dem Kopfball knapp am Lattenkreuz vorbei. Sonst auch da, wie über das gesamte Spiel gesehen, auch über die gesamten Chancen gesehen, auch vom VfB, oft ein bisschen das Zwingende gefehlt, ne? Oft zu Aktionen und so, wenn der eine Ball noch kommt, wenn er da reinrutscht, wenn er den besser trifft, ne? Nichts 100% Zwingendes, also kein 100%igen, großartig dabei gewesen. Köln auch schon ein, zwei Abschlüsse gehabt, paar Chancen gehabt, die haben das über das ganze Spiel auch gut gemacht, gut dabei gewesen auf jeden Fall. Ballsicher war man da in der Anfangsphase, danach ein bisschen vor sich hingeplätschert, ne? So in die Halbzeit rein. Zweite Halbzeit kam auch ein bisschen besser raus, dann Treffen auch, ne, auch das herrlich rausgespielt einfach und gegen diese Mannschaften gegen Köln musst du es dann wohl auch teilweise einfach das Ding quasi ins Tor tragen, wie es am Ende war, ne, Mioros ein paar Metern ins Tor geschoben, am Keeper vorbei, führe ich auf ihn raus, schön rausgespielt, das war halt Stuttgart-Ball, das war geil gespielt, mal wieder kombiniert, durchkombiniert, weil ja, die großen Fernschüsse gibt es ja nicht von uns. Dann viel Handball ums 16er drumherum, dann schien die Köln natürlich auch logischerweise, wie gesagt, auch gar nichts Verwerfliches, aber logischerweise manchmal vielleicht ein bisschen tiefer drin, blocken das gut weg, deswegen musstest du echt gegen solche Mannschaften auch solche Tore schießen, das Ding quasi ins Tor tragen, was wir auch getan haben, wie gesagt, auch danach ein bisschen Drangphase gehabt. Auch da muss man schon ein bisschen merken, da komme ich auch gleich noch weiter dazu, nachdem ich kurz einen Schiri anspreche, auch das brauche ich gar nicht größer machen, als es ist, also war jetzt keine dramatisch schlechte Schiri-Leistung, was mir nur aufgefallen ist, also
dass da Köln, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie wirklich am Ende des Spieltags oder am Ende des Spiels wirklich mit keiner Gelben vom Platz sind, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir aufgeschrieben habe, die Notiz, hatten sie noch keine Gelbe und das war ein bisschen wild im Vergleich zu dem, dass der VfB schon ein, zwei Gelbe hatte. Schiri auch irgendwie mir ein paar Mal zu oft zu sehr an den Spieler ran und keine Ahnung, irgendwie da noch was gestichtet, wo eigentlich gar nichts passiert ist, ne? Irgendwie schon quasi vorgreifen, bevor irgendwas passieren könnte. Kann natürlich auch positiv auslegen. Für mich war das irgendwie auch da gar nicht böse gewesen, aber irgendwie so ein bisschen Streitschlichter AG-mäßig habe ich mir hier aufgeschrieben. Null Spieleinfluss, ne? Überhaupt keinen Stress beim Schiri, was das angeht, aber schon ein bisschen aufgefallen und könnte eben auch zum Spiel dazu auch, was ich dann eben ansprechen will, auch gar nicht lang oder groß, weil es recht kurz abzuhandeln ist, glaube ich, ist halt die Stimmung. Logischerweise auch bei uns fängt es halt so langsam an, dass du so ein bisschen diese Züge hast. Natürlich nicht im Ansatz wie dort, ne, aber die Züge wie in München oder sowas, oder eben, um den Vergleich zu ziehen, halt München da gewählt als Vergleich eben bei Mannschaften, wo es gerade läuft, ne. Logischerweise, oder okay, manche sagen nicht logisch, du musst immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja, mach auch mit, ne? Also an mir scheitert es nicht im Stadion, aber logischerweise kommt es eher, dass er irgendwie, wenn es gegen Köln 0-0 steht, Stimmung nicht so ist, wie wenn du zu Hause gegen die Bayern 0-0 spielst oder so ein wildes 5-2 gegen Leipzig, ne? Oder einfach auch vom Spiel her, vom Gegner her, tabellarisch und so weiter, wäre gegen Bayern, wie gesagt, beim 0-0 wäre mehr los gewesen als gegen Köln beim 0-0, ne? Kannst du dich ein bisschen anzweifeln, natürlich auch so ein bisschen schon mal, ne, vormerken und aufpassen, dass es nicht zu sehr wird, dass man nicht nach der Saison auf einmal anfängt, leichte Züge von Erfolgsfans-Stimmung zu haben. Wie gesagt, das sehe ich uns auch noch überhaupt nicht, eben auch in den Bayern-Vergleich noch überhaupt nicht, noch Welten weg. Aber natürlich ist Stimmung natürlich da ein bisschen schleppender, ein bisschen schlechter eben auch, als dann gegen Spiele wie gegen Leipzig und so Geschichten. Das ist ja auch ganz klar, auch gegen Mainz war es noch keine Weltklasse-Stimmung so. Deswegen muss man auch fast sagen, dass es da fast gut war, dass, oder habe ich mir zumindest so ein bisschen hergelabert, dass es da fast gut war, dass das 1-1 kam von Köln. Natürlich muss nicht sein, dass jedes Spiel aufs neue Tore kassiert. Das ist auch natürlich schade, was wir da aktuell haben, dass wir jedes Spiel ein Tor kassieren. Aber das war fast gut, weil da kam nämlich Spannung rein, ne? 1-1, Stimmung kam deutlich mehr rein, weil du eben ein bisschen pushen musstest, damit das Team noch aufs 2-1 kommt. Köln auch gemerkt, dass da noch was gehen könnte, ne? Über Fehler von uns, Anfälligkeiten ein bisschen, die haben auch gemerkt, ey, Risiko nicht, ne? Nicht 100% Risiko, aber wenn vielleicht eine Chance kommt, vielleicht sogar 3 Punkte heute drin, für die natürlich der Punkt viel mehr wert als für uns logischerweise im Abschiedskampf. Eben auch, wenn man rein tabellarisch schaut, wie gesagt, natürlich viel, viel besser für Köln, da einen Punkt mitzunehmen. Ein gewonnener Punkt für die im Abschiedskampf. Auch da, ich möchte gar nicht Spieler immer so krass angehen oder sowas, gerade in so Leistungen, die einfach insgesamt nicht besonders gut war. Aber Silas Einwechslung, weiß ich nicht. Das war kurz vor Totalausfall für mich. Und auch da, habe es ja auch oft angesprochen in Videos, auch da überspitzt formuliert, bewusst überspitzt formuliert, aber Silas nach so einer Leistung wie heute, nach so einer Einwechslung wie heute, mit der Schubkarre nach England für 15, 20 Millionen. Ne? Wie gesagt, auch da nochmal reingeschrieben, rund um die 80. Minute rum, fällt das 2-1 noch. Ein Dreck drunter, ja, nicht so das Gefühl. Und es ist auch nicht mehr gefallen. Glück gehabt, dass der eine Kölner noch komplett zu doof war, am Keeper umkreist, dann ans Außennetz. Glück gehabt da. Wir hatten noch eine starke Situation, wo Schwäbe einen Klopp rausgehext hat. Also sah zumindest für mich wie eine Weltklasse-Parade aus, die er da hatte. Aber sonst, ich hatte nicht das Gefühl, dass hier noch das 2-1 fällt über das gesamte Spiel gesehen. Einfach hatte ich nicht das Gefühl, bis hinten rein auch nochmal 5 Minuten Nachspielzeit. Ich habe es versucht einzureden und einzudenken quasi in den Kopf einzuprägen, aber es kam nichts irgendwie auf den Platz, was mir für ein 2-1 gesprochen hat. Es kam nichts dann eben auch, weil es vom Platz nicht kam, auch von den Rängen nicht großartig war, was nach einem 2-1 gerochen hat, ist eben nicht gekommen. Am Ende nicht zwingend genug in vielen Szenen, auch einfach ein bisschen, ja, geistig einfach auch nicht wach genug, geistig nicht schnell genug irgendwie am Ende, hatte ich das Gefühl, bei vielen Situationen auch für Köln nicht unverdient, musst du auch sagen, nicht unverdient der Punkt am Ende von Köln. Und auch wenn du es jetzt mal insgesamt bewertest, dass du aus Darmstadt und Köln 1 gewinnst mit den jeweiligen Spielen, den jeweiligen Spielverläufen, ist völlig fair, weil wie gesagt, hätte ich auch in Darmstadt schon unentschieden spielen können. Ne? Das war auch schon sehr knapp und von mir aus auch glücklich der Sieg dort. Deswegen in Summe muss man damit leben und muss man das auch annehmen auf jeden Fall. Und so war am Ende einfach auch nicht mehr drin. Nicht unbedingt für Köln der Punkt, wie schon angesprochen. Gegen Ende noch gesehen da hinten, also nur aus der Sicht zu bewerten, aber irgendwie Köln-Fans aus dem Block rausgesprungen, irgendwie Szenen am Auswärtsblock von Köln, die nicht sein müssen, hat im Stadion nichts zu suchen, fertig, damit das Thema, glaube ich, abgehandelt. Und ja, auch wir, warum sollen wir jetzt groß meckern, warum sollen wir jetzt anfangen, eine Mannschaft irgendwie groß zu kritisieren, die so eine Saison spielt, wie sie es spielt, nach Relegation und so weiter und so fort, in einer Saison aktuell, wo man mit Platz 14 am Ende des Tages zufrieden gewesen wäre, vor Saisonbeginn oder mit Platz 13, irgendwo halt Klassenerhalt ohne Relegation, so rum.
Von dem her, klar, einzelne Spiele kannst du bewerten, einzelne Spiele kannst du kritisieren, alles in Ordnung. Heute wäre auch mehr drin gewesen oder hätte auch mehr drin sein sollen, rein tabellarisch, wie gesagt, ja auch schon, ne? Ist halt Thema Champions League-Anwärter oder Aspirant gerade, der wir halt sind, gegen Köln, die ganz unten drin stecken, die natürlich der Punkt auch wichtig war jetzt für die da unten. Aber auch da wieder, wir haben gute Stimmen zum Spiel gehabt, Hoeneß gute Stimme, Stiller mit dem Thema zu arrogant gespielt, Anton mit dem Thema, du musst du killen und eben auch mit dem Thema, wenn du international spielen willst, dann musst du solche Spiele eben auch gewinnen, die Chancen nutzen oder die Chancen klarer ausspielen. Also die Spieler 100% selbstkritisch, 100% ehrlich, gute Stimmen wie immer. Das gibt natürlich auch weiterhin einfach ein gutes Gefühl. Nächste Woche dann Wolfsburg. So einen Punkt muss ich jetzt mal mitnehmen. Fühlt sich vielleicht an wie eine Niederlage, aber war es natürlich auch nicht. Ne? Punkt gewonnen plus eben heute Abend auch das Spiel gewesen. Bayern-Leipzig. Ein Punkt auf Leipzig gut gemacht. 7 Punkte auf den jetzigen ersten Nicht-Champions League-Platz gut gemacht. Von dem her absolut alles vollkommen in Ordnung weiterhin. Ne? Heute muss ich auch sagen, natürlich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es hier natürlich viel neutral versuche oder auch viel Fakten mit reinbringe oder relativiere oder wie auch immer man es nennen will. Klar, bist du nicht ganz happy mit 1-1 gegen Köln zum aktuellen Stand, aber ey, ich bin weit davon entfernt, die Jungs in irgendeiner Form jetzt irgendwie weitergehen zu kritisieren. Das ist einfach nicht gegeben, ist einfach auch nicht nötig. Nächste Woche Wolfsburg auswärts, schauen wir, wie es wird. Und dann, wie immer noch eure Meinung und so weiter in die Kommentare, ganz klar Geschichte. Wie immer gerne auch kostenlos Like und Abo da lassen, hilft dem Kanal, hilft uns. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.